Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hi Streaming-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Sonntag, der 8. Oktober und wir haben wieder drei frische Tipps für euch im Gepäck. Los geht's mit einem Thriller, der es in sich hat. Auch wenn die Temperaturen für Anfang Oktober gerade stellenweise noch recht hoch sind, ist sie da. Die Cuffing Season. In dieser sogenannten Handschellensaison gehen viele Singles angeblich auf die Suche nach einer Person, mit der sie die kalten Monate zusammen verbringen können. Und wo sollte das besser gehen als am Arbeitsplatz? Denn dort lernen sich immerhin rund 30% aller Paare kennen. Das gilt im Thriller Fair Play auch für Emily und Luke. Denn ihre Love Story beginnt in der Finanzfirma, in der sie beide arbeiten. Womit habe ich das nur verdient? Redest du jetzt von mir? Oder deinem Job? Beidem. Ich liebe dich so sehr. Ich wünschte, wir könnten es der ganzen Welt sagen. Wir werden es ihnen früher oder später sagen müssen. Er kann nicht mithalten. Er ist nicht wie sie. Sag mir, was dir abgeht. Er befördert mich. Gratuliere. Wie der Trailer bereits vermuten lässt, ist die Beförderung von Emily alles andere als einfach für Luke. Und das führt zu einem spannenden Machtkampf, der auch die Beziehung der beiden verändert. Den Thriller Fair Play findet ihr ab heute bei Netflix. Der zweite Tipp heute ist eine Dramaserie aus Norwegen. Die Serie handelt von einem sexuellen Übergriff. Wenn ihr zu diesem Thema gerade nichts hören möchtet, dann skippt einfach weiter zum dritten Tipp. In der Dramaserie About Saturday geht es um einen sexuellen Übergriff im Dating-Kontext. Die junge Podcast-Moderatorin Clara lernt beim Feiern einen Mann kennen und hat auf der Tanzfläche eine gute Zeit mit ihm. Als sie ihn allerdings noch auf einen Drink mit zu sich nach Hause einlädt, verändert er sich auf einmal komplett. Am Anfang war er wirklich ganz nett. Hast du Lust mitzukommen auf einen kleinen Drink? Und dann war es, als ob er zu einer anderen Person werden würde. Als wäre ich nur noch ein Objekt für ihn, nicht mehr ich. Hast du ein Kondom? Nein, ich glaube... Zieh es aus. Okay, ich will das nicht. Ich will keinen Sex. Was ist los? Was hast du gedacht? Ich habe Angst vor ihm bekommen. Wohin sollte das führen? Ich habe die Kontrolle verloren. Ich war wie erstarrt. Clara versucht, den Abend zu vergessen. Doch ihr Körper wehrt sich mit aller Kraft dagegen und auch ihre FreundInnen bemerken, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Die Serie wurde bei den Filmfestspielen in Cannes 2021 mit einem Preis ausgezeichnet und scheint ein sehr einfühlsames Bild von den Folgen sexueller Gewalt zu zeichnen. Ihr könnt About Saturday ab sofort in der ZDF-Mediathek streamen. Unser letzter Tipp heute geht nochmal in eine völlig andere Richtung. Und zwar geht es um das popkulturelle Phänomen Blade Runner. Denn selbst wenn ihr nie einen der beiden Filme gesehen habt, sagt euch der Titel bestimmt etwas. Der erste Blade Runner-Film aus dem Jahr 1982 mit Harrison Ford in der Hauptrolle gilt als Meilenstein des Science-Fiction-Genres. Und auch das Sequel Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling aus dem Jahr 2017 räumte gute Kritiken und Einspielergebnisse ab. Aber was ist eigentlich so besonders an Blade Runner? Genau das will die Arte-Doku das Phänomen Blade Runner herausfinden. Die Vorstellung von Blade Runner als Science Fiction ist immer weniger wahr. Es hat sich von Science Fiction zu einer Art Realität entwickelt. Die Leute sehen Blade Runner als diese dystopische Welt mit gigantischen Werbetafeln und Dauerregen. Blade Runner hat es schon ganz gut getroffen. Wenn man in Los Angeles auf die Straße geht, könnte man denken, Blade Runner 2019 ist Los Angeles 2019. Falls ihr den Originalfilm noch nicht gesehen habt oder für die Doku nochmal die Bilder auffrischen wollt, könnt ihr Blade Runner heute um 20.15 Uhr auf Arte sehen. Die Doku, das Phänomen Blade Runner mit allen Hintergrundinfos findet ihr dann ab sofort in der Arte Mediathek.
Das war's schon wieder mit unseren Tipps für heute. Morgen sind wir dann wie immer mit einer neuen Folge für euch da. Bis dahin könnt ihr uns gerne eine Mail mit Feedback an kontakt@detektor.fm schicken. Die Tipps für heute hat Caroline Galvis rausgesucht. Produziert hat diese Folge Stanley Baldauf. Mein Name ist Michelle Paulina Kolberg und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.